Im Souls-like Lords of the Fallen läuft alles recht ähnlich wie in anderen Souls-like-Titeln ab. Der wohl größte Unterschied ist allerdings die Umbralwelt-Mechanik. Und genau über diese besondere Mechanik sprechen wir heute. Mehr dazu natürlich wie immer im Videoguide zu Lords of the Fallen bei deinem Swishy. Für mehr Lords of the Fallen Guides und allgemeinen Livestreams zum Spiel gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen. In Lords of the Fallen kommt ihr öfters an Punkte, wo ihr in der normalen Welt nicht weiterkommt. Dort ist es nötig, mit der Lampe in die parallele Umbralwelt zu wechseln. Das erledigt ihr ganz einfach mit der Lampe, die ihr mit euch führt, und könnt so Brücken sichtbar machen, Plattformen zu euch ziehen und habt weitere Möglichkeiten im Spielverlauf voranzukommen. Neben den Pfaden, für die ihr zwangsweise in die Umbralwelt wechseln müsst, um in der Story weiterzukommen, gibt es auch verschiedene Stellen, wo ihr Parallelwelt nutzen könnt, um zum Beispiel versteckte Truhen oder Gegenstände zu finden oder komplette Wege zu erkennen. Also ein Blick in die dunkle Umbralwelt sollte immer in Betracht gezogen werden, vor allen Dingen für Spieler, die alles im Spiel entdecken möchten. Ihr werdet überrascht sein, wie viel diese Umbralwelt-Mechanik nämlich ausmacht, da sie quasi eine komplett neue Welt zum Erkunden bietet, die sich von der ganz normalen Welt unterscheidet. Soweit so gut, also habe ich ja nur Vorteile eigentlich in der parallelen Umbralwelt. Nein, das ist bei weitem wirklich nicht so. Die Umbralwelt ist deutlich komplizierter als unsere Normalwelt und ist quasi nur für kurze Etappen geeignet. Das Problem ist nämlich, wer zu lange in der Parallelwelt verweilt, bekommt es mit immer größer werdenden Gegnerhorden zu tun. Schafft ihr diese, kommt auch direkt wieder das nächste Problem. Neben den Gegnerhorden bekommt ihr es aber auch nämlich mit größeren Feinden zu tun, und das sind wirklich fiese Gegner mit sehr viel Leben, die sehr viel Schaden austeilen, also ein unbegrenztes Verweilen in dieser Welt ist unmöglich ohne zu sterben. Für Komplettisten, die alles in Lords of the Fallen entdecken möchten, ist diese Mechanik wirklich besonders interessant. Wenn ihr euch in der normalen Welt befindet, könnt ihr Items in der Umbralwelt verpassen und umgekehrt natürlich genauso. Somit ist man neben der immer stärker werdenden Gegnermechanik in der Umbralwelt auch immer dazu gezwungen, die Welten zu wechseln, um auch wirklich nichts zu verpassen und alle Items mitnehmen zu können und vor allen Dingen alle Pfade zu finden. Ihr werdet wirklich erstaunt sein in Lords of the Fallen, wie wichtig eigentlich diese Mechanik ist bzw. wie sehr diese den Spielverlauf verändern kann. Es lohnt sich immer, einen Blick in diese Welt zu wagen und genau das Timing abzupassen, wann man eben zu lange drin ist und vor allen Dingen, wann man auch alles gefunden hat. Also ihr müsst quasi die Welt genau in der normalen Welt erkunden und in der dunklen Umbralwelt und da eben alles finden und vor allen Dingen die Mechaniken nutzen. Ihr seid teilweise gezwungen, dort reinzugehen, aber teilweise eben auch nicht, und es lohnt sich trotzdem, einen Blick hineinzuwerfen, weil es dort starke Rüstungen gibt, starke Waffen, Seelen zu finden, um schneller zu leveln und viele weitere wichtige Faktoren, weshalb sich ein Blick hier dringend lohnt. Also behaltet immer eure Lampe im Blick und entscheidet weise, wann ihr genau in die Umbralwelt wechseln möchtet und wann das gerade Sinn macht. Viel Spaß in Lords of the Fallen wünscht ihr dein Swishy.